Donnerstagabend, Training der Eisbären Regensburg, und wieder stehen die Regensburger vor drei schweren Spielen innerhalb von 5 Tagen. Freitagabend 19.30 Uhr auswärts in Bad Nauheim. Eisradio.de berichtet kostenlos, Spray TV berichtet ebenfalls. Sonntag dann das Match zu Hause um 17 Uhr gegen Rosenheim, da werden wir später noch drauf kommen. Und dann am Dienstag das nächste Heimspiel zu Hause um 20 Uhr gegen Freiburg. Wie sieht's personell aus? Jonas Neffin wird morgen in Bad Nauheim im Kasten stehen. André Bühler und Corbinian Schütz fallen verletzt aus. Hinter Peter Haider steht noch ein kleines Fragezeichen. Trainer Max Kaltenhauser mit seiner Analyse nach den 3 Siegen und seiner Vorschau auf das Spiel in Bad Nauheim. Ja, natürlich freuen wir uns über die Siege, aber gleichzeitig heben wir da jetzt sicher auch nicht ab. Wir wollen nie zu hoch, nie zu tief sein. Auch wenn wir mal verlieren, dann ist die Stimmung jetzt natürlich nicht ganz am Boden. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir das jetzt hier einordnen müssen, und ja, nehmen das Selbstbewusstsein gern mit und werden das natürlich auch auf jeden Fall brauchen jetzt bei so einem harten Brocken wie Bad Nauheim. Die haben, ich glaube, jetzt noch keinen Sieg nach 60 Minuten bis jetzt erringen können, haben aber gleichzeitig wirklich eine Top-Mannschaft, die letztes Jahr im Finale war. Und also die werden natürlich jetzt morgen alle also eine Reaktion zeigen wollen und hart rauskommen. Da müssen wir natürlich von Anfang an bereit sein, das ist völlig logisch, aber das müssen wir immer, aber jetzt morgen umso mehr. Und dann versuchen wir das aber nachher in Schach halten können. Beim Spiel gegen Rosenheim gibt es eine besondere Aktion für den Torhüter des TEV Miesbach, Anjan Gerardsdorfer. Er hat zuerst einen Herzinfarkt und später einen Herzstillstand erlitten. Die Folgen sind schlimm. Jetzt soll geholfen werden. Der Fanclub Eisbärenpower stellt eine Spendenbox unter Block B13 auf. Fanclub Rot-Weiß sammelt mit Spendendosen und einer Becherpfandaktion bei Block A1. Auch die Eisbären beteiligen sich an dieser Spendenaktion. Sie werden ein Game-Worn-Heimtrikot mit Unterschriften der gesamten Mannschaft für Anjan auf eBay versteigern. Tolle Geste, macht mit, Fans. Nicht vergessen, morgen Abend, nächstes Match 19:30 in Bad Nauheim aus der Donauarena, Armin Wolf.